Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Hier in Folge 44 werden wir nun mit Brynjolf sprechen und wer sind Sie denn? Sucht ihr etwas oder was ist los? Oh, die Kette klauen wir ihr. Ja. Seid ihr die Einzige, die in der Herberge arbeitet? Natürlich nicht. Habt ihr erwartet, dass ich mich ganz allein darum kümmere? Weiß auch nicht, warum Meine Nichte Svana hilft mir bei den anfallenden Arbeiten. Sie wäre mir eine größere Hilfe. Ja, danke, okay. Also, dumme Fragen müssen wir jetzt auch nicht weiter stellen. Wir sprechen jetzt mit Brynjolf. Was geht, Bruder? Also, Junge, wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Ich bin bereit, fangen wir an. Gut, wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ich hätte es fragen sollen, wie soll ich das nur alles machen? Dann hätte er uns irgendein Item gegeben, was uns hilft. Seht es euch an. Das müsst ihr hören. Weißt du noch mehr, wer Madesis ist? Mhm. Ich glaube, die stehen jetzt alle vor ihm. Ah, nee. Ah. Ging das noch? So. Mach bloß kein Dietrich kaputt. Ich hab... Das erste Schloss, was ich in dieser Aufnahmesession. Was gibt es denn diesmal? Oh, die muss man auch noch aufschließen. Ist natürlich gar nicht verdächtig, dass wir direkt vorher. Den nehmen wir auch mit. Tschüss. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte. Den müssen wir jetzt in die Taschen von. Wie heißt er noch? Brandschei. Schleich dich bloß an. Kann man hier auch noch klauen? Das war nur ein Missverständnis, aber dieser hier ist der echte Gegenstand. So, ne? Ja. Wie ging denn das jetzt nochmal? Ist ja cool. Ich gehe auf mich selber. Und dann nehme ich den. Ganz unten. Glaube ich. Wieso bin ich eigentlich hier? Ich muss mal auf Sonstiges gehen. Und dann? Der doch nicht. Ach, bei Bekleidung, das ist ja ein Ring. Da, was macht der eigentlich? Den, ne? Nix. Oh, der ist auch nichts wert. Ach du Scheiße. Hau dann. Auf R. Ach so. Geben. Geschafft. Hat er den jetzt? Ja. Das war's für heute. Sprich mit Brynjolf. Wieder, wenn ihr etwas kaufen wollt. Ganz unauffällig ist ja einer durch den Markt geschlichen. Neu in Rifton? Oh. Ich wusste, dass ich nicht hätte warten sollen. Ich habe wohl die richtige Person für den Auftrag gewählt. Oh ja. Hier bitte, eure Bezahlung, wie versprochen. Wenn man bedenkt, wie es hier in letzter Zeit läuft, ist es schön, dass unser Plan ohne Probleme über die Bühne gegangen ist. Seltene Schmuckstücke. Was ist da los? Meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech, aber so läuft es wohl einfach. Aber egal, ihr habt den Auftrag gut erledigt. Und was noch besser ist, es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr bereit dafür seid. Machen wir, ne? Ja, selbstverständlich. Hallo, stehlen und Tannendiebstahl ist ja wohl genau unseres. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifton, in einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Wenn ihr es heil dorthin schafft, werden wir sehen, ob ihr es wirklich drauf habt. Die besten Preise und die höchste Qualität, ganz himmelsreich. Oh, ist das herrlich. Machen wir bitte die Karte auf. Wir haben ja in der Folgenpause die Karte, also die Stadt ein bisschen kartografiert und uns eine eigene Karte gemalt. Mhm. Und dabei haben wir Rattenweg zum Beispiel gefunden und auf der Karte ist ja auch markiert die zersplitterte Flasche. Die ist ja rechts, genau da. Und die haben wir aber nicht gefunden, da habe ich den Eingang nicht gefunden. Ich habe den die ganze Zeit gesucht und gedacht, oh, das muss doch zu finden sein. Und offensichtlich ist der schwer zu erreichen, der Eingang. Und nur über den Rattenweg kommt man dahin. Und außerdem hat irgendwer noch zu uns gesagt, dass wir gutes Met, glaube ich, in der... im Bienenstich kriegen und wir sollen uns von der zersplitterten Flasche und vom Rattenweg fernhalten. Und wir ignorieren alle Ratschläge und machen das. Das ist großartig. Ja gut, also zum Glück wissen wir jetzt genau, wo der ist, der Rattenweg. Wir waren da nämlich schon mal und haben schon mal
zumindest die Tür angeguckt, wo uns dann angezeigt wurde, dass das der Rattenweg ist. Ungefähr so sah das aus. Und jetzt gehen wir auch tatsächlich rein. Stimmt? Jawohl. Ja, Quest wird auch angezeigt. Wunderbar. Ich speichere noch einmal vorher. Und dann auf in den Rattenweg. Ah, wir können auch unseren Stufenaufstieg eigentlich mal zelebrieren. Oh ja. Wie haben wir den nur bekommen? Ich glaube, es war beim Schlossknacken. Okay. Möglich. Lass mich mal. Wie zelebrieren wir den am besten? Was brauchen wir am meisten? Ja. Weiß nicht. Ausdauer gefühlt. Also im Moment bin ich sehr zufrieden mit viel Ausdauer. Ja. Gut. Und Skillen können wir wahrscheinlich noch nicht, ne? Weil wir noch nicht auf 40 sind und so weiter. Ja, das lassen wir nochmal offen. Mal gucken. Hier liegt eine Axt. Was macht diese Holzfäller-Axt hier? Und ein Schädel. Du sammelst doch so gerne Schädel. Ich sammle... Ach, Quatsch. Ich zücke mal unsere neue Ork-Axt, die wir gefunden haben. Oh Gott, das ist ein Labyrinth. Wie lustig. Bei unserer Schatzsuche. Oh, das sieht ja spannend aus hier. Stimmen. Wüssten, dass wir das tun, würden sie uns bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Ich wusste es. Ach. Ja. Dieser Bogenschütze kriegt mich nicht. Oh, du bist fast tot. Danke, habe ich auch gerade gesehen. Aber wir sind ja gut ausgestattet. Genug Heiltränke gestohlen und es geht weiter. Ja, er ist gestunt. Hau ihn weg. Da, ich sehe nichts. Er ist down. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Oh, der ist halt direkt down. So. Gar nichts, der Bogenschütze. Schluss mit lustig. Was das? Oh, ein geiler Bogen. Super, nehmen wir. Nehmen wir. Mehr her damit. Ist die Rüstung gut? Nee. Nö. Herr Wert 50. Aber wertvoll. Schäbige Stiefel. Die lassen wir ihm an. Auch okay. Eine wertvolle Rüstung. Ja? Glücklich ist das, ne? Oh ja. Alles klar. So. Gut, wollen wir trotzdem schleichen hier? Ich weiß nicht. Vielleicht finden wir ja mal einen, den wir betaschendiebstahlen können. Das wäre richtig lustig. Ja, ich hatte es auch schon sehr gehofft, als wir die beiden gesehen haben. Ja. Aber... Oh, und hier müssen wir uns ordentlich umgucken. Ich glaube, hier sind noch Sachen. Meinst du nicht? Hier, meinst du? Ja, da so, da ist doch noch so ein Stand. Hier? Nee, da direkt an der Säule steht doch irgendwas. Was ist denn das? So. Ach, da ist eine ganze Laterne. Ich dachte, das ist irgendwie ein Tischchen, wo was drauf ist. Nee. Nee, okay. Alles klar, dann... Oh, wenn wir hier runtergehen, geht's nicht mehr zurück. Machen wir aber, ne? Ja, müssen wir ja. Wir wollen ja in die Diebesgilde kommen. Sonst wären wir ja nicht am Anfang des Spiels zu einem Khajiit geworden. Ah, clever. So, nichts passiert. Und jetzt können wir die Tür öffnen. Gut gesehen, die Falle. Ich hatte die noch gar nicht gesehen. Da ist wieder irgendwie Öl oder so vom Boden. Mhm. Und Hände. Handschuhe sind das cool. Was es hier alles gibt, ne? Tja, wohin gehen wir? Links, rechts, geradeaus? Ja, mach mal. Da ist Essen. Hier geht's bestimmt nicht weiter. Ist nur eine Vorratskammer, oder? Ja. Knoblauch mitnehmen. Knoblauch ist immer gut. Und hier ein Mammutstoßzahn. Nein. Leider nicht. Hopp. Nix los hier. Hier ist auch nichts los. Und damit ist klar, wo wir lang wollen. Nämlich hier. Oh, da ist jemand. Echt? Oder? Da saß doch jemand so. Das ist ein. Mach das ein Tier. Mach mal. Felldiebstahl. Bekloppter Skiver. Tschüss. Ich
Ich weiß nicht. Skiva sind Riesenratten. Okay. Da ist eine Bärenfalle. Da noch mehrere, einen. Direkt auf dem Boden. Ist da jemand? Nein. Ah, er ist reingelaufen, so ein Idiot. Gian die Faust. Ich mag unsere Axt. Oh, das sind verzauberte Handschuhe. Mhm. Geilo. Die Fallen sollten wir trotzdem entschärfen, glaube ich. Meinst du? Ja, nicht, dass wir da aus Versehen reinlaufen. So wie Gian, der Vollidiot. Der war hier auch nur am Trinken, ne? Ja. Öffnen Tür. Hier. Und ein Alchemietisch. Gift. Endlich mal wieder was los bei Skyrim. Richtig mit Spannung und Gefahr. Ein Hängemoos? Ach, das hat die ganze Zeit die Sicht versperrt. Geht's wahrscheinlich weiter. Oh, Bergblumen. Sehr schön. Sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Opferaltar. Oh, Taschendiebstahl. Was war das? Das war ein Taugenichts. Mist. Mist. Aua. Oha, das sieht aber nicht so gut aus für uns. Du stehst auch nie auf. Ja, ich habe vergessen aufzustehen. Das ist immer extrem lustig. Was wollte ich machen? Zaubertränke? Achso. Ja, nimm doch mal irgendwas, was gestohlen ist, einfach mal weg. Ja, danke, reicht. Was ist denn hier los? Hä? Ihr braucht etwas? Hat die gerade gefragt, ihr braucht etwas? Ja. Ist sie bekloppt? Was ist denn da los? Haben die nicht gewirkt, die Heiltränke? Doch, die Energieleiste war fast voll. Ah. Na dann, gleich nochmal ran. Du kannst schon aufstehen wieder. Wenn sie wüssten, dass wir das tun, würden sie uns bei lebendigem Leib die Haut kratzen. Ich sehe schon wieder nichts mehr. Es ist ein. Ein ja. Achso, oh. Ein wildes Kampfgetümmel hier. So. Ende im Gelände, mein Freund. Was war noch? Jetzt können wir ein bisschen flotter durchlatschen. Oh, du könntest dich nochmal schnell heilen vielleicht. Meinst du? Bevor du in den nächsten Kampf gehst. Ah, ich glaube, es geht schon, oder? Ah, die Falle nicht entschärft. Stimmt. Ah. Ich bin auch doof. Nein. Witzig, ja, heil dich aber trotzdem mal jetzt. Ja, das okay. Ist schon ganz schön viel, was fehlt. Alles klar. Aber das machen wir natürlich über Magie. Achso. Nein. So, hier war nichts, ne?
Achso. Skiver, wo auch immer der andere herkam. Da war nix, hier war irgendwie ein Taler und ein Knoblauch. Hab euch! Hä? Ach, der ist jetzt schon hier. Mensch, auf dem Hinweg war es aber besser. Haben wir nicht noch gestohlen, ne? Knacks. Oh. Der O. Na, egal. Sehr gut. So, und dann sind wir, glaube ich, fast bei der gleichen Stelle wie letztes Mal. Kannst ja einen Quicksave vorher setzen. Ja, mache ich. Just in case. Ach, der ist wieder reingelaufen, der Typ. So ein Idiot. Gut, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oh ja, ach, oh ja. Na gut, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.